Was zeigt dieses bislang unbekannte Überwachungsvideo? Es sind die Minuten, in denen George Floyd starb. Doch ist es belastend oder entlastend? Hat Derek Chauvin hier rechts im Bild unangemessene oder angemessene Gewalt gegen George Floyd benutzt? Es ist die zentrale Frage des ersten Prozesstages. Den Geschworenen wird auch das Sterben von George Floyd gezeigt, ungeschnitten, schonungslos. Für die Staatsanwaltschaft ist der Fall klar. Dem Angeklagten war bewusst, dass Mr. Floyd unbewaffnet und in Handschellen war und dass von ihm keine Gefahr ausging. Auf ihren Knien 8 Minuten und 46 Sekunden lang hatten George Floyds Familienmitglieder vor Prozessbeginn ein hartes Urteil gefordert, die Faust geballt. Wenn wir hier in Amerika für einen Schwarzen Gerechtigkeit bekommen, werden wir überall auf der Welt Gerechtigkeit für Schwarze sehen. Das hier ist der Beginn. Doch die Beweisführung ist nicht so einfach, wie sie scheint. Die Verteidigung behauptet am ersten Tag, Derek Chauvin ist unschuldig. Mr. Floyd starb aufgrund seiner Herzvorerkrankung, die in dieser Situation zu Bluthochdruck führte, gepaart mit den Drogen Meth und Fentanyl, die in seinem Körper waren. Mord zweiten und dritten Grades werfen die Ankläger dem Ex-Polizisten unter anderem vor. Dafür drohen ihm jeweils bis zu 15 Jahre Haft. Draußen fordern Demonstranten ein faires Urteil, doch was ist fair? Das müssen die 12 Geschworenen entscheiden. Zeugenaussagen sollen ihnen bei der Entscheidung helfen. In einem Monat wird das Urteil erwartet. Und was glaubt ihr, wie wird das Urteil ausgehen? Wird der Polizist bestraft oder nicht? Ich hoffe natürlich, dass er bestraft wird, bis er ins Gefängnis kommt.